Ziel des Videos. Ich habe natürlich vorher gefragt, ob ich darauf reacten darf. Also in diesem Sinne. Er hat Nein gesagt. Los geht's. Scheiße, Freunde, der Elden Ring DLC war so geil. Wie steppert, ich weiß gar nicht mehr, was am geilsten war. Die Bosse? Die Map? Sag mal, haben sie ins Hirn geschissen, Alter? Hä? Das Geilste war mit großem Abstand. Die Atmosphäre, Alter. Also man kann sagen, so ein Furz, so ein unmotivierter Furz funktioniert immer. Comedy, Leute, Comedy. Die war so dermaßen dicht, dass die anscheißt. Der Messmer war der coolste. Der Messmer war cool und geil. Der Gaius auf seiner Sau war der Beste. Das sagst du doch nur, weil du ausschaust wie er. Du schaust aus wie seine Sau. Wenn du glaubst, dass die Atmosphäre das Beste war, haben sie aber Gräber in die Marien geschissen, Haberer. Satz ein bisschen deppert worden? Was will denn der Jack Trottelsoft schon wieder? Ich würde mal sagen, ich will einiges. Da war einiges Arsch am DLC. Da war einiges Arsch am DLC. Schaut's mir nicht so deppert an, du brauchst mir auch nicht so deppert anschauen. Du willst also sagen, dass Shadow of the Erdtree nicht das geilste ist, was es gibt, du kleiner Wichser. Ach, wenn man doch nur ehrlich in der echten Welt so mit Menschen reden könnte. Du willst mir also sagen, dass Elden Ring scheiße ist, du kleiner Wichser. So einfach noch so eine richtig saftige Beleidigung an hinten dran. Und ich mag auch, dass die Österreicher sagen Arsch. Das ist Arsch. Wir sagen ja, das ist scheiße, die sagen, das ist Arsch. Scheiße Aragorn. Und ich zerficke dich. Was passt da denn leicht nicht? Aragorn holt die Goschen und setzt sie wieder hin. Der kleine Wichser soll sagen, was ihm nicht passt. Komm, erzähl. Komm, erzähl. Ja, und genau um das soll es heute gehen, liebe Freunde, denn ich stehe dazu, Shadow of the Erdtree ist zwar grandioser DLC, aber er hat auch etliche Schwächen. Und darum möchte ich euch heute meine 5 Lieblingspunkte am DLC präsentieren und 5 Punkte, die was ich absolut hasse, die was mir quasi am Arsch gängern. Weil ich mich kontrolliere, aber es ist schwer, dich zu kontrollieren, verstehst du? Darum laufe ich vor mir selber weg. Und wenn du... Ah, Mois, Alter. Es ist alles drin. Wenn du gar nichts mehr zu Souls oder Souls-like verpassen willst, dann bleib gern mit einem Abo am Kanal am Start. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum. Wir starten direkt los. Auf geht's, da geht's noch. Eine Sache, die was ich zwar erwartet, aber mich dennoch überwältigt hat, war die Stimmung aus Shadow of the Erdtree. Denn die ist wesentlich düsterer und bedrückender als die aus dem Hauptspiel. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass mir Elden Ring, besonders Limgrave, immer ein bisschen zu fröhlich und zu freundlich war. Das ist meine kleine Welt. Sie ist frei und ohne Sorge. Da muss ich schon mal direkt zustimmen. Meiner Meinung nach komplett richtig. Mir ist das neulich aufgefallen, gestern ist mir das aufgefallen, bei RBTV Home, als Steffen, ich habe schon wieder vergessen, wie der Name des Spiels war, als irgend so ein Souls-like Mittelalter-Action-RPG vorgestellt. Und es war mir auch viel zu fröhlich. Das Problem ist, Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, das sind alles Spiele, die, da siehst du kein Tageslicht im Prinzip. Elden Ring, allein schon durch den Tag- und Nachtwechsel bedingt, aber eben auch durch so Landschaften wie Limgrave oder so. Teilweise ist es mir zu nett, zu schön, zu hübsch. Da hat er vollkommen recht, stimme ich hundertprozentig zu. Zumindest das Main Game. Im DLC ist es alles noch mal ein bisschen düsterer geworden. Ist natürlich kein Dealbreaker, ist jetzt nichts, wo man sagt, oh nee, ist jetzt hier happy joy joy Game. Aber das ist eine gute Beobachtung, finde ich. Das kann man schon so sagen.
Ja, stimmt. Dark Souls 2 hat Majula, aber die Areale sind trotzdem, finde ich, düsterer. Also Elden Ring hat von allen Souls-Spielen, vielleicht mit Ausnahme von Sekiro. Sekiro hat eigentlich angefangen mit den schönen Arealen. Sekiro hat teilweise die schönsten Level oder Settings, die es überhaupt in FromSoft-Spielen gibt. Dieser Water-Tempel am Ende. Oder was, wie heißt der nochmal? Ich habe vergessen, wie der heißt. Der ist so schön. Und, ah ja, also. Egal, wir gucken jetzt mal weiter. Aber ich finde, er hat einen Punkt. Entschuldigens, dürft ihr ihn vielleicht in die Goschen hauen? Ja, selbstverständlich, der Herr. Ich komm schon, danke, bitte. Ich bin einfach großer Fan davon, wenn Gebiete dich mit ihrer dichten Atmosphäre in Ehrfurcht erstarren lassen. Je düsterer, desto besser. Und das macht Shadow of the Erdtree absolut sensationell. Und auch die Community sieht es ähnlich. Blood Moon schreibt zum Beispiel, die Atmosphäre ist fantastisch, da kommt auch das Hauptgame nicht dran. Und da gehe ich natürlich absolut mit, alleine im ersten Legacy Dungeon Bellorat wirst du dauerhaft von diesem düsteren Chor begleitet, der was diese ganz speziell bedrohliche Stimmung erzeugt. Doch auch die Begleitmusik in der Open World ist gigantisch und ja schon beinahe furchteinflößend. Man reitet keinen Meter, ohne dauerhaft zu spüren, dass hier was Furchtbares passiert ist und dass hier noch viele furchtbare Dinge passieren werden. Die Musik unterstreicht das Gesamtpaket Shadow of the Erdtree durchgehend perfekt, erzeugt die nötige düstere Atmosphäre und ist ein riesengroßer Pluspunkt. Die erste Sache, die was mir persönlich ein bisschen am Arsch geht, ist, dass es keine Erfolge gibt. Es gibt keine Trophäen, Alter. Und I know, viele von euch geben einen absoluten Fick auf Trophies in Spielen, doch für mich sind Trophäen ein ganz, ganz wichtiger und relevanter Bestandteil eines Spieles. Ja, da bin ich eher die Fraktion, muss ich sagen, der das am Arsch vorbeigeht, wobei... Bei Souls-Spielen kann ich es noch am ehesten verstehen, zumal ich auch ja Platin geholt habe bei Elden Ring und irgendwie mich auch gefreut hätte, wenn es so ein Ziel gäbe, was man vielleicht oder auch nicht irgendwann mal erreichen möchte beim DLC. Es ist mir aber eigentlich normalerweise egal. Also bei, ich glaube, Elden Ring ist auch das einzige FromSoft-Spiel, was ich platiniert habe. Aber ansonsten ist es ist für mich nicht so ein großer Kritikpunkt, muss ich sagen. Aber ich verstehe, dass Jack das nicht mag, weil er ja auch so Challenge-Run-mäßig unterwegs ist und so. Und, glaube ich, einfach auch immer so diese Herausforderungen sucht. Und es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass FromSoft die nicht eingebaut hat. Also das muss man schon sagen. Es wäre jetzt ja nicht so schwer gewesen, da so ein paar Trophies reinzumachen. Und alle anderen Spiele, inklusive DLCs übrigens, meine ich, haben auch immer Trophies. Also es ist ein bisschen ein kleines Rätsel. Vielleicht war es ein zeitliches Problem oder so, warum es beim DLC keine Trophies gab. Keine Ahnung. Ich liebe es einfach, noch stundenlangen Farmen oder noch einen harten Bossfight mit einer Trophy belohnt zu werden. Trophies gehören für mich einfach zu einem ordentlichen Game dazu. Besonders zu einem ordentlichen Souls-Game. Nicht umsonst habe ich unzählige Platin-Walkthroughs auf meinem Kanal, die was ich auch allesamt beendet habe. Und was ich auch gleich sagen muss, leider geht es sich auch nicht aus, dass wie geplant wir bis zum Release von Lies of P diesen Platin-Run beenden. Jack! Jack! Meine Fische, die müssen noch mehr. Und Trophäen hätten diesen DLC wirklich unfassbar gut getan. Nur ein Beispiel. Diese depperten Feuerofen-Arschloch-Golems, die was dich in Cristiano Ronaldo-Manier vom Pferd ballern. Das sind eigentlich ganz geile Gegner. Beim ersten Aufeinandertreffen zumindest. Bei der zweiten Begegnung, okay, kann man es auch noch geil finden. Spektakulär.
Aber spätestens beim dritten Date gängen sie da einfach nur mehr am Arsch und man ignoriert sie gekonnt und rettet vorbei. Tschüss, du Betrüger. Mach dein Arsch zu, mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne. Da wäre meiner Meinung nach ein Trophy sehr sinnvoll gewesen. Töte alle 689.000 Feuergolems zum Beispiel. Denn diese Riesenwappler haben eigentlich die eine oder andere kreative Spielmechanik auf Lager. Einige von ihnen kannst du von oben a XXL Schwedenbomben in die Goschen schießen, bis es zerreißt. Absolut majestätisch. Nur leider bekommen wir von dieser Kreativität nichts mit, weil wir halt einfach vorbeireiten. So ganz nach dem Motto, warum bekämpfen, wenn ich es einfach nicht muss. Ja gut, also ich meine, die droppen ja auch was, ne? Also für mich war bei den Feuergolems vor allen Dingen der unbekannte Drop, du weißt ja nicht, was sie droppen, das Entscheidende. Und der erste droppt ja schon was richtig Geiles, so dass ich von Anfang an hooked war und gesagt habe, okay, ich muss die legen, weil ich wissen will, was die droppen. Feen sind in Spielen oft ein gesunder Zwang, Dinge zu erledigen, die was man ansonsten einfach nicht machen würde oder eventuell sogar verpassen würde. Miyazaki will ja, dass wir alles von seiner Spielwelt erkunden, darum auch das Verteilen der Skadobaumfragmente auf der gesamten Map. Mit Trophäen hätte man hier meiner Meinung nach den Spieler viel mehr zum Erkunden und zum Erledigen gewisser Dinge angeregt. Ich kann es leider nicht verstehen, warum darauf verzichtet wurde. Ich bin krass enttäuscht und es ist für mich leider ein großer Minuspunkt. Eine Sache, die wo Shadow of the Erdtree aber richtig gut gemacht hat, sind die Dungeons und die Dungeon-Bosse. Die sind meiner Meinung nach um Welten besser als jene aus dem Hauptspiel. Hand aufs Herz, irgendwann hat man einfach genug gehabt vom 100. Aufzug, der zu einem Boss führt, vom 100. One-Hit-Wagen aus einem Heldengrab oder vom 100. Scharlachwurm, der was dasselbe Moveset hat wie eine hungrige Schwiegermutter. Sie wollen eine ganze Palette von Brezeln mit Schokoüberzug? Wo soll ich die denn? Und was ist das? Ein Fass voll Traubenkonfitüre? Ist das, was meinen Sie mit einem Fass? So ein Ding, in dem Öl verschifft wird? Und was ist damit? Ein Tisch voller Käsecracker? Ein Tisch voll? Was sind das bitte schön für Maßeinheiten? Sehr große. Der war gut, echt gut. Okay, für den Witz werde ich sogar für Sie einkaufen. Ich komme gleich wieder mit ne... Hängematte voll Kuchen? Shadow of the Erdtree bringt endlich die Abwechslung und die Kreativität in die Dungeons, die was dem Hauptspiel gefehlt haben. Harte, aber einzigartige Passagen fordern dich hier jeden Meter. Springende Känguru-Deppen und riesige Blowjob-Wichteln bringen auch die nötige Gegnervielfalt in die Dungeons. Aber das absolute Highlight waren die Bosse. Zum einen haben wir hier die Beschützer von Godwin himself, die Todesritter, die für mich mit Abstand sechsten Dungeon-Bosse aus dem gesamten Spiel. Absolut. Wir erinnern uns an mein erstes Aufeinandertreffen mit dem ersten Death Knight, 50 Versuche oder so. Hätte ich never ever gedacht. Es gab keinen einzigen Dungeon-Boss im Main-Game, an dem ich so lange gehangen habe. Also die waren schon ein kleines Highlight. Und generell muss ich sagen, diese kleineren Dungeons haben sie schon deutlich verbessert. Viel interessanteres Level-Design. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt immer am Main-Game, dass die alle so ein bisschen, diese Höhlen und so weiter, alle sehr, sehr ähnlich sind. Dafür muss man sagen, gibt es natürlich auch nicht so viele. Also es gab natürlich das DLC kleiner als das Main-Game, aber es gab auch viel deutlich weniger Katakomben. Aber dafür haben die Katakomben sehr viel mehr Spaß gemacht, finde ich, als die Katakomben im Main-Game. Doch auch Bosse wie Yuri oder der liebe, cute, aber dafür motherfuckende Schwertmeister Onze waren wirklich unique und haben frischen Wind in das ausgelutschte Dungeon-Konzept aus dem Hauptspiel gebracht. Real Talk, es gibt so viel Halbmenschen-Bosse, von Maggie bis Maggie, von Baggy bis Buggy, alle Scheiße. Onze ist für mich der einzig gute Halbmenschenboss aus Elden Ring. Und es ist einfach so furchtbar lieb, wie dieser kleine Gollum Yoda auf dich zustampft, ehe er dich gnadenlos zerbudert. Riesen-Pluspunkt, die Dungeons aus Shadow of the Erdtree. Den habe ich relativ schnell und leicht gelegt.
Da kann ich gar nicht so eine große Geschichte oder da bleibt gar nicht so viel hängen bei mir, bei dem Boss. Ich habe keine Kosten geschaut. Wenn Sie nach rechts sehen, werden Sie gleich die erste Dinosaurierherde auf unserer Tour erblicken. Es handelt sich um die Lophosaurier. Die Lophosaurier? Ich werde verrückt. Sie gehören zu den ersten fleischfressenden Tieren. Wir wissen heute, dass der Dilophosaurus giftig ist. Er bespuckt seine Beute mit einer ätzenden Flüssigkeit, die Blindheit und Lähmung zur Folge hat. Anschließend kann dann der Dilophosaurus in aller Ruhe seine Beute verkehren. Ich sehe nicht. Er ist sicher ein schöner, aber auch ein todbringender Bewohner vom Jurassic Park. Gibt es auf eurer Dinosaurier-Tour vielleicht auch zufällig mal einen Dinosaurier zu sehen? Hallo? Hallo? Jetzt kriege ich wieder Bock auf Jurassic Park tatsächlich. Ja? Ich hasse diesen Knaben. Das ist einer meiner Lieblingsszenen aus Jurassic Park. Und währenddessen ich durch die Open World geritten bin, habe ich immer wieder an die berühmten Worte von Jeff Goldblum denken müssen. Denn genau diese Frage wollte Miyazaki mehr als nur einmal stellen. Gibt's in der Open World eigentlich nur mehr außer Open World oder was das? Denn so wunderschön und malerisch das Ganze auch ausschauen mag, reitet man dennoch oft minutenlang durch eine durch und durch leere Open World, das die stimmt. Teilweise gar nichts bietet. So ehrlich muss man einfach sein. Viele aus der Community sehen das übrigens ähnlich. Wilrich schreibt zum Beispiel, teilweise ist die Map in bestimmten Regionen zu leer. Da fehlt dieses Gefühl aus dem Hauptspiel, oh, das sieht interessant aus. Oder der heilige Helly schreibt, die Vertikalität und Verschachtelung der Welt ist mega. Leider fängt From Software aber wenig damit an. Ja, das muss man, das ist hundertprozentig richtig. Es ist halt ein bisschen komisch, finde ich, beim DLC, aber das war auch schon beim Main Game so, weil ja trotzdem sau viel drin ist. Aber die Welt ist zu groß und zu weitläufig für selbst die Menge an Inhalt, die der DLC bietet. Deshalb gibt es immer wieder diese Strecken, wo nichts ist. Besonders auffällig war das bei den Fingerruinen, wo ja wirklich überhaupt nichts ist. Also wirklich einfach nichts und es ist einfach ein Areal, was ja, einfach riesengroßes. Und da, finde ich, hätte man dann schon noch mal eine Höhle und einen Dungeon oder irgendwas reinbauen können wenigstens. Da wirkte das Balancing, ja, war ein bisschen komisch. Das Problem ist aber, dass man ja gleichzeitig, weil man ja nie weiß bei dem Spiel, ob da nicht was ist. Ob nicht hinter einem Baum noch eine Tür oder ein Dungeon oder sonst irgendwas ist, zwingt dich das Spiel quasi, diese riesen leere Welt oder manche oder teilweise diese Riesengebiete akribisch abzusuchen und dann bist du natürlich enttäuscht, weil du nichts findest. Ja, also so ging es mir zumindest, weil ich habe ja wirklich hinter jeden Baum und unter jeden Stein geguckt und wenn dann 99,9% einfach da nichts ist, dann nervt's. Aber irgendwie habe ich halt diesen Monk in mir, der sagt, ich muss trotzdem einmal um jeden Baum rumreiten. Ja, also es ist auf jeden Fall was dran. Das kann man, finde ich, nicht von der Hand weisen. Es ist mir oft beim DLC noch mehr aufgefallen als beim Main Game. Da man kaum Interessantes findet und die Handlung eigentlich nur an sehr wenigen Orten stattfindet. Der Rest scheint nur eine große Ostereiersuche zu sein, in der man Handbücher und überwiegend mittelmäßige Items oder Waffen findet. Und auch da kann ich mich natürlich wieder mal nur anschließen. Erkunden wir den Shadow of the Erdtree meines Erachtens noch wenig oder in gewissen Regionen wie den Fingerruinen zum Beispiel einfach gar nicht belohnt. Einige meinten, dass diese Bereiche der Open World ein bisschen unfertig wirken, nicht zu Ende gedacht quasi. Das sehe ich allerdings ein bisschen anders, denn Miyazaki hat sich bei Elden Ring von zwei Spielen maßgeblich inspirieren lassen. Zum einen von Zelda und zum anderen von Shadow of the Colossus, eins meiner absoluten Lieblingsspiele of all time.
Und gerade Shadow of the Colossus lebt von dieser leeren, trostlosen Open World. Minutenlanges Reiten, ohne auf irgendwas Besonderes zu stoßen, gehört hier einfach zum Spielkonzept und macht es auch zu dem atmosphärischen Meisterwerk, das es ist. Ich glaube, Miyazaki wollte sich hier genau an dieser Stimmung bedienen. Doch das gelingt meines Erachtens noch überhaupt nicht, da Elden Ring im Gegensatz zu Shadow of the Colossus nicht nur für diese trostlose Open World bekannt ist. Ganz im Gegenteil. Im Hauptspiel findest du in jedem Eck irgendein Dungeon, man findet krassen Loot oder irgendeinen Open World Bossfight. Aktivitäten, soweit das Auge reicht. Hier und jetzt plötzlich das Konzept strikt zu ändern und sich zu sehr an Shadow of the Colossus zu orientieren, funktioniert meines Erachtens noch nicht. Wir alle sind das belohnende Elden Ring gewohnt und nicht das leere Elden Ring, mit dem wir jetzt plötzlich in Shadow of the Erdtree konfrontiert sind. Die teils arg leere Spielwelt ist für mich daher ein Minuspunkt, denn hier gelingt es Miyazaki meiner Meinung nach nicht, einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen dem Gefühl der Einsamkeit und dem Gefühl, dafür aber am Ende belohnt zu werden. Nun die Frage an euch, Freunde, seht ihr das ähnlich mit meinem Shadow of the Colossus Take oder denkt ihr über dieses Thema anders? Schreibt's mir's gerne in die Kommentare. Ja, ich sehe es tatsächlich genauso. Wobei, es hätte gar nicht so viel gebraucht. Also es ist halt die Frage, was macht man aus so einem leeren Gebiet? Ich finde, man kann halt so ein leeres Gebiet schon mit wenig relativ interessant machen. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Da kann ein Dungeon sein, da kann ein Boss sein, da kann ein NPC sein, da kann ein Shop sein, irgendwas. Also du hast ja die Auswahl an unzähligen Möglichkeiten, die du da anbietest, um das Gebiet interessanter zu machen. Schade ist es dann, wenn quasi nichts davon geboten wird. So, wenn du einfach halt eine riesengroße Fläche hast, du die einfach ja, bereitest und da ist aber irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob das war, weil Miyazaki Shadow of the Colossus nachmachen wollte. Also, dass das einen Einfluss hat, Shadow of the Colossus, klar, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber ich könnte mir halt schon auch vorstellen, dass einfach auch Zeit ein Problem war. Weil man hatte 2 Jahre Zeit für den DLC. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von dem DLC schon mit dem Main Game mitprogrammiert wurde und dann wie viel wirklich explizit mit dem DLC gemacht wurde. Aber man hat ja relativ schnell dann auch ein Release-Date formuliert, das auch nur noch einmal ganz, aber nicht sehr lange verschoben wurde. Ja, ich weiß nicht. Also andere Spiele machen dann so Content-Patches, wo dann wirklich mit jedem Patch nochmal richtig viel reinkommt. Das ist halt bei FromSoft in der Regel nicht so. Da gibt es zwar so Balancing-Geschichten, Bugfixes und so, aber da entsteht jetzt nicht auf einmal ein neuer Dungeon oder irgendwie sowas. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein zeitliches Ding war. Wenn man jetzt noch ein halbes Jahr mehr gehabt hätte, hätte man vielleicht noch Zeit gehabt, noch weitere Sachen irgendwie da zu platzieren oder so. Aber ja, wir wissen es nicht. Tatsächlich ist bei Breath of the Wild, bei Zelda generell hatte ich auch oft, auch bei Tears of the Kingdom, da hast du halt auch viel Leerlauf teilweise, ne? Aber dann hast du da halt irgendwo dann manchmal noch ein Leune oder ein whatever, ein Hinox. Ob das dann das Ganze rausreißt, weiß ich nicht, aber ja. Also es ist auf jeden Fall ein berechtigter Kritikpunkt, dass es teilweise zu leer ist, meiner Meinung nach. Doch ich will From Software und Miyazaki auf keinen Fall absprechen. Absolut atemberaubende. Moment, das ist Dark Souls 3, oder? Magische Momente kreieren zu können. Die Spiele von From Software, sie leben von diesen Momenten. Und Miyazaki kann sie wie kein zweiter erzeugen. Momente, die was dich binnen Sekunden sofort fesseln und dich so dermaßen mit ihrer Atmosphäre erschlagen, dass du mit offenem Mund und Gänsehaut vor der Konsole sitzt und es dir schon fast die Tränen in die Augen treibt. Momente, die was in Erinnerung bleiben und die was du nie wieder vergessen wirst.
ist. Und wenn du in 10 Jahren an dieses Spiel denkst, dann fällt dir zuerst dieser eine Moment ein, der was dich damals so berührt hat. Das beste Beispiel hierfür ist der Aschesee aus Dark Souls 1. Eines meiner absoluten Lieblingsgebiete aller Zeiten. Du durchquerst die große Leere, ultra anstrengend und nervig as fuck. Und du rechnest wirklich mit allem, aber ganz sicherlich nicht damit, ganz Ja, Moment. Um überhaupt in den Baum zu kommen, der runter zum Aschesee führt, musst du ja erstmal 2 Illusory Walls zerstören, um da überhaupt hinzukommen. Das ist ja überhaupt schon der Banger. Unten den Kriegsschauplatz von Gwyns Armee vorzufinden. Jener Platz, wo einst die Drachen ein für alle Mal vernichtet worden sind. Es ist die legendäre Szene aus dem Intro. Und plötzlich bist du hier. Dieser sekundenschnelle Wechsel von Ärger, Frust und Wut hin zu Ehrfurcht, Demut und Begeisterung, ja, den kann nur Miyazaki erzeugen. Und auch in Shadow of the Erdtree gab es für mich diesen einen besonderen Magic Moment. Marikas Heimatdorf. Jenes Dorf, wo sie damals geboren wurde und als unschuldiges Mädchen aufwuchs. Wenn du diesen Ort erreichst, dann spürst du sofort, dass hier was Besonderes passiert ist. Es ist ein Ort des Ursprungs, ein Ort voller Geschichte. Und ähnlich wie beim Aschesee braucht dieses Dorf keine Gegner oder irgendeinen Boss, um in Erinnerung zu bleiben. Er lebt von der Magie. Begleitet von den ruhigen Tönen der berühmten Elden Ring Musik, fragst du dich, wie die Geschichte wohl ausgegangen wäre, wäre Marika einfach hier geblieben. Ein unschuldiger Ort, ein unschuldiges Mädchen. Es hätte so viel verhindert werden können. Mit dem Heimatdorf Marikas schafft es Miyazaki, mich wie damals 2011 am Aschesee komplett abzuholen. Mein absoluter Lieblingsmoment aus dem DLC, dem was ich persönlich nie wieder vergessen werde. Also den Impact, muss ich sagen, hatte das Gebiet nicht auf mich, unter anderem, weil es wieder so leer war und einfach außer 1 oder 2 Items, die da irgendwie so rumlagen, aber es war irgendwie, ich hätte mir, glaube ich, generell mehr NPCs gewünscht, ist mir dann mal so aufgefallen. So Leute, mit denen man questen kann oder interagieren kann, die reden oder so ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr Lore geben. Sonst wirkt das immer so leer, halt einfach. So, ja, weiß ich nicht. Egal, ob man da lang geht oder nicht, so ein bisschen. Also das war eine schöne Gegend, aber also hat jetzt für mich nicht den gleichen Impact wie in Anno Londo oder so damals. Das Erbärmlichste am DLC ist für mich die Präsentation der Bosse. Punkt. Die einzigen Bosse, die wirklich ordentlich und Elden Ring würdig präsentiert worden sind, waren für mich Mesmer und Mithra. Bale kann man da natürlich dazu zählen wegen diesem krassen Aufstieg und wegen Egon, aber selbst er bekam keine Cutscene spendiert. Und so geht's eigentlich den meisten Bossen aus Shadow of the Erdtree. Ihnen fehlt sowohl eine Cutscene als auch eine Mid-Cutscene bei 50% Leben. Besonders schlimm hat's da meiner Meinung nach Relana und Romina erwischt. Gerade Relana hätte für mich das Zeug gehabt, in die absolute S-Tier-Liga der Elden Ring-Bosse aufzusteigen. Doch wenn man das erste Mal vor ihrer Arena steht, hat man das Gefühl, vor einer C&A-Umkleidekabine zu stehen, anstatt vor einer epischen Location eines wichtigen Bosses. Ohne Einführung gehst du durch den Dixie-Klo-Eingang, wo man eigentlich einen Boss Marke Löwenartige Scheusal oder Roter Wolf von Radagon erwarten würde. Ich mein, bitte mir, Miyazaki, haben's ins Hirn geschissen? Hast du schon vergessen, wie ihr genau diese Bosse im Hauptspiel präsentiert habt? My name as Godfrey, the first Elden Lord. You will witness true horror.
Das ist wieder das Furzgeräusch. So geht es, du japanische Sporefuchs im absoluten Endstadion. Relana, Romina, das Kadobaum-Avatar, der Fäulnisritter und Gaius bekommen absolut nichts von dieser Epicness ab. Gerade letzterer, der Gaius, die fette Sau auf der fetten Sau, hat nicht einmal einen eigenen Soundtrack bekommen. Ich meine, what the fuck. Und auch hier ist die Community sichtlich enttäuscht. Erzi schreibt, ein Großteil der Bosse hätte mehr Würdigung, zum Beispiel in Form von Cutscenes verdient. Silver Snow geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie sagt, Death Stranding ist scheiße. Spaß, das hat sie leider nicht geschrieben. Sie schrieb, die fehlenden Cutscenes für viele Bosse. Was um Himmels Willen dachte... Aber Death Stranding ist scheiße. ...man sich dabei. Stellt euch Relana oder Romina mal mit Cutscenes, mit Dialog vor, wie Mesmer es auch hat. Es hätte so viel epischer werden können und so fühlen sich manche Bosse eventuell fehl am Platz an, obwohl sie eigentlich total gut sind. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das größte Problem an Shadow of the Erdtree ist. Und so muss ich leider jetzt was sagen, was mir nur schwer über die Lippen geht, was mir auch das Herz bricht und was sicher viele nicht hören wollen. Aber irgendwer muss das ja ansprechen und darum mache ich das jetzt einfach. Death Stranding ist wirklich ziemlich scheiße, Alter. Was mir wie... wieder mal total geflasht hat, waren die Soundtracks von Shadow of the Erdtree. Ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder, wenn ich sage, dass Miyazaki und sein Team Dinge besser können als andere. Aber fuck it, in Sachen Musik ist From Software seinen Konkurrenten einfach so weit voraus wie ein Besitzer seinem Hund. From Software schafft es immer und immer wieder, die Tragik ihrer Charaktere mit dem passenden Soundtrack zu unterstreichen und so ihre Geschichte auf diese Art und Weise zu erzählen. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ihr damit meint, aber die Musik sagt einfach schon so viel über den Boss aus und dessen Lore, dem was wir gegenüberstehen. Sif! Der Soundtrack ist schon krass immer. Ist schon Wahnsinn. Immer schön die Zähne putzen, putze, 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 putz. Sonst sind sie bald zu nix mehr nutze, putze, 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 putz. Immer schrubben und polieren, putze, 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 putz. Willst du nicht dein Gebiss verlieren, putze, 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 putz. Ein guter Boss braucht eine gute Musik. Eine Musik, die was die Stimmung perfekt einfängt. Und in Shadow of the Erdtree gibt es genau drei Tracks, die was mich persönlich komplett geflasht haben. Zum einen ist es der Soundtrack von der Mutter der Gryphon in der zweiten Phase. Denn der klingt zwar sehr strange und auch nicht unbedingt gut, aber die Tatsache, dass hier Originalaufnahmen von schwarzen Löchern abgespielt werden, ist einfach wieder mal so Next Level Shit. Okay, das wusste ich auch nicht. Auch Mesmers Soundtrack hat mich komplett umgehauen. Hier gibt es nichts Episches zu hören, sondern schon fast eher was Bedrohliches. Mesmer hasst sein Feuer, der Fluch, an dem er gebunden ist. Und irgendwie hört man diese Tragik aus der Bossmusik total raus.
Ja, die Bosse habe ich bis jetzt alle. Romina hatte ich noch nicht. Und auch in Mithras Track hört man den absoluten Wahnsinn, der in den Herrn der rasenden Flamme gefroren ist. Also dieser Orchester-Sound, das ist schon, also da stimme ich auch Jack absolut zu, das ist schon suchst du in Videospielen in der Art. Vielleicht noch bei Final Fantasy mal hier und da oder so. Aber das ist schon richtig krass in Souls. Und auch an die Mädchen hat unser lieber Hidetaka Miyazaki gedacht. Denn die von rosaroten Blümchen umhüllte Skorpionprinzessin wird begleitet von einer wunderbar weiblich bezaubernden Melodie. Oh. Dallahun, ich geb dir ein Stich, bin der Patron. Dallahun, du machst Margelle, du sagst mir pardon. Skadu-Baum-Fragmentsystem ist neben Talachon mein Wort des Jahres 2024. Und genau wie die Talachons geht mir das neue Level-System ein bisschen am Arsch. Im Grunde genommen verstehe ich das Konzept der Fragmente. Du bist quasi darauf angewiesen, die Open World zu erkunden, denn überall liegen diese Teile herum, teils absurd versteckt. Es gibt nur zwei Probleme. Problem Nummer 1, und das haben wir oben schon ein bisschen besprochen, dass man einfach oft ins Leere erkundet. Um stärker zu werden, muss ich aber diese Fragmente alle finden und bin so gezwungen, mich in Arealen umzusehen, wo, wie bereits erwähnt, einfach nichts ist. Aber Moment, das wiederum ist doch eigentlich ganz geil. Also ich finde die Shadow Tree Fragments tatsächlich eines der cleversten Neuerungen im DLC, weil das sind die Items neben neuen Waffen oder Rüstungen oder so oder Talismännern, über die man sich richtig krass freut, finde ich. Also das ist doch eine richtig geile Belohnung, weil du spürst ein Level Up mit einem Shadow Tree Fragment, spürst du richtig krass im DLC. Und es gibt dir langsam immer mehr dieses Overpower-Gefühl, was ich persönlich so mag in den Souls-Spielen. Am Anfang bist du schwach und kriegst von jedem auf die Fresse und am Ende bist du einfach nur der Überboss, der alles platt macht und von niemandem mehr Angst hat. Und das ist eigentlich diese Reise, dieser Weg dahin, ist ja eigentlich das Geile, für mich zumindest bei Souls-Spielen. Und deshalb finde ich gerade, ich stelle mir gerade vor, wenn es die Shadow Tree Fragments nicht gegeben hätte im DLC, dann hätte es ja noch viel weniger motivierende Sachen gegeben, die ich finden kann. Also, oder sie hätten sich was anderes ausdenken müssen, wie zum Beispiel, dass die Waffenlevel noch nach weiter oben gehen. Also, dass du statt plus 10 jetzt plus 15 machen kannst und du dafür dann sozusagen neue Ressourcen finden musst oder so. Aber so fand ich, am Anfang fand ich das auch noch ein bisschen komisch und habe das auch komplett unterschätzt. Wie gesagt, Relana habe ich damals mit Level 3, glaube ich, gemacht und habe das überhaupt nicht gecheckt, warum ich so wenig Schaden mache und die mich quasi One oder Two hittet. Aber mittlerweile ist Shadow Tree Fragments für mich oberste also es ist das wichtigste Item, was ich suche. Ich fand das echt ein gutes System, muss ich sagen. Und klar, ich wüsste jetzt nicht, was die Alternative gewesen wäre, aber einfach es nur wegzulassen, hätte das den DLC auf jeden Fall safe langweiliger gemacht.
Es wäre ja noch verschmerzbar, aber die Tatsache, dass es exakt 50 Stück davon gibt und kein einziges mehr, ist meiner Meinung nach schlecht gelöst. Denn man braucht genau diese 50 Stück, um sein Skado-Level auf Stufe 20 zu bringen. Und auf der Karten siehst du keinerlei Markierung, wo und wann du schon so ein Teil aufgehoben hast. Hier hätte man einen anderen Lösungsweg gewünscht. Warum nicht das System der goldenen Saaten auch hier anwenden? Man findet im Hauptspiel weit mehr goldene Saaten, als man eigentlich braucht. So kann man es sich mal erlauben, die eine oder andere auszulassen oder einfach nicht zu finden. Das geht in Shadow of the Earth Tree aber leider nicht und so bist du gezwungen, dir irgendwann ein YouTube-Video anzusehen, wo die alle liegen, weil du dich nicht mehr dran erinnern kannst, wo du schon warst und wo du noch nicht warst. Ja gut, da ist was dran. Tatsächlich muss ich mir auch ein YouTube-Video angucken, um alle 50 zu finden. Und tatsächlich weiß ich auch nicht, welche ich schon habe und welche ich noch nicht habe. Den Kritikpunkt kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber das ist ja auch wieder so Vintage FromSoft eigentlich, dass du eh nicht irgendwie was weißt, wie viel. Also theoretisch weißt du ja nicht mal, ob es nur 50 gibt. Es wird ja wahrscheinlich nirgendwo gesagt, ich schätze mal, ohne es genau zu wissen, dass nirgendwo im Spiel gesagt wird, dass es genau 50 Shadow Tree Fragments gibt. Das wissen wir jetzt, weil wahrscheinlich die PC-User wieder die Daten ausgelesen haben. Aber tatsächlich weiß man ja nicht genau, wie viele es gibt und wo sie sind und welches das Max-Level ist oder so. Also es ist typisch FromSoft eigentlich. Es ist ein Kritikpunkt, den du auf viele Sachen, finde ich, auf FromSoft übertragen kannst, wenn es dir nicht gefällt, den du aber auch genauso gut als positiv darstellen kannst, nämlich diese Ungewissheit, dass du nie weißt, habe ich schon alles? Wie viele gibt es davon? Wo sind die? Und so weiter. Also ich finde ja dieses, dass du eben nicht alles weißt, das feiere ich ja eigentlich so an dem Spiel. Aber ja, ich will natürlich auch alle Fragmente haben und ja, werde wahrscheinlich auch einen YouTube-Guide gucken müssen. Ich hätte es außerdem besser gefunden, diese Fragmente von Minibossen zu bekommen oder eventuell in Kirchen zu platzieren, so wie bei den goldenen Tränen. Darüber kann man, das finde ich ein faires Argument. Die Shadow Tree Fragments, die sind teilweise ein bisschen inconsistent, was so die Verteilung angeht. Also manchmal findest du die einfach, wie gesagt, bei den Topf-Guys mit einem Schlag weg und dann droppt der zwei davon. Aber die Belohnung für einen schweren Boss ist teilweise crap. Also das hätte man zum Beispiel machen können, man hätte automatisch sagen können, jeder Boss droppt eins von diesen Fragmenten oder sowas. Oder man hätte die generell, gab es ja diverse Stellen, wo man irgendwie weit reist und viele Hindernisse auf sich nimmt, nur um dann irgendein Crap-Item zu finden. Man hätte die noch gezielter als Top-Belohnung einsetzen können. Das finde ich auch. Das hätte man noch ein bisschen verbessern können. Ist aber jetzt für mich auch kein Dealbreaker, aber den Punkt kann ich nachvollziehen. Aus dem Hauptspiel. Für mich persönlich ist das Skado-Baum-Fragment Talahon-System leider schlecht durchdacht und nicht gut umgesetzt. Und somit ein gewaltiger Minuspunkt von Shadow of the Earth Tree. Okay, wow. Für den letzten Pluspunkt werde ich mir wahrscheinlich jetzt ein paar Feinde machen und die Community gegen mich aufhetzen. Oh shit, here we go again. Aber hey, fuck it, ich sag's einfach grad heraus. Der NPC-Fight vorm Endboss ist der beste NPC-Fight, den was ich jemals gesehen habe. Und ich habe ihn mehr gefühlt als den Endboss an sich. Hand aufs Herz. Seit 2009 werden wir mit furchtbaren NPC-Fights von Miyazaki gefoltert. Sei es die rote One-Hit-Tussi aus Demon's Souls, die legendäre Big Rusty Gang aus Dark Souls 1, der grauenhaft furchtbare drecksdreckige Drecks-Fight gegen die Dreier Arbeitslosen-Gang aus Dark Souls 2, der viel zu violette Deppenkampf gegen Hodrick den Homo-Fürsten, jeden Hunter-Fight aus Bloodborne oder, um die Kirsche auf der Torte zu erwähnen, Gideon Ofnir aus Elden Ring. NPC-Fights
sacken seit 2009 und machen so dermaßen aggressiv, dass dein Controller in ständige Gefahr gerät zu zerschellen. Der Kampf vor Mikela ist unfassbar grandios inszeniert. Dieser Ey, okay, das muss ich skippen. Spoiler. Das wusste ich nicht. Na ja, gut. Wie sehr sie sich auf den Tag freut, wo sie mich endlich im Real Life kennenlernen darf und dann für immer bei mir bleiben wird. Kein Tag ohne Komplimente. Kein Tag ohne Herzerl. Kein Kommt da noch mehr? In ihrem Gesicht gesehen. Und dann stand sie vor mir und fragte, Jack, bist du's? Und ich mit voller Freude und Begeisterung in meiner zitternden Stimme, Jonadin. Ibens, dein Jackie Boy, dein Mann, deine Liebe. Und sie sah mich mit ihren großen braunen Rehaugen an und sagte voller Leidenschaft. Brother, what's that? What's that, brother? Dann ist wieder in den Zug gestiegen und heimgefahren. Sie hat mir, by the way, im Zug noch geschrieben, dass sie sich eine Mischung aus Elvis Presley und George Clooney erwartet hat und keine Mischung aus Roy Black und Freddy Faulig aus Lazy Town. Ich war ihr einfach ein bisschen cheer. Und um jetzt nur irgendwie zum Abschluss die Kurve zum DLC aus zu Frankfurt. Bekommen, genauso ist mir mit Mikela gegangen. Ein Jahr lang habe ich nur das Foto gesehen und naja, alles Arsch. Boss-Arsch, Lore-Arsch, Mikela-Arsch. Nadine, ich verstehe dich. Danke für gar nichts, Miyazaki. Ja, ein bisschen unangenehme Stimmung gerade, Freunde. Ne? Ich spiele das auch, nicht nur ihr. Ja. Bisschen peinlich sogar, ehrlich gesagt. Sailor Moon. Yo, bevor ich hier geclaimed werde. Ja, sehr schönes Video von Jack Fromsoft, vielen Dank, dass ich drauf reacten durfte. Ich stimme in vielen Punkten auf jeden Fall zu, bei manchen Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier Shadow Tree, nicht so. Aber es ist auf jeden Fall, wenn ich das mal zusammenfassen darf, es ist so oder so Jammern auf hohem Niveau. Weil jeder, der, egal wie berechtigt er auch war, Kritikpunkte, war trotzdem für mich so, ja, aber trotzdem geil. Also es war nie wirklich ein Kritikpunkt dabei, wo ich sage, der macht das Spiel so unspielbar oder kaputt oder sonst irgendwas. Man kann natürlich immer ein bisschen was finden, was man noch verbessern kann und wo man dran feilen kann. Und ich wette auch Miyazaki, wenn er noch mehr Zeit hätte, würde noch an diversen Ecken und Kanten feilen. Aber unterm Strich muss man sagen, also ich bin ja noch nicht mal durch. Aber was dieser DLC geboten hat, das ist einfach fast eine Elden Ring-Fortsetzung. Noch mal so viel, also ich könnte noch eine Liste, vielleicht mache ich mal irgendwann ein Video mit Dingen, die ich geil fand am DLC. Weil da fällt mir einiges ein. Da ist er ja, im Chat ist er, der Jack. Moin Jack. Gerade auf dein Video reacted. Also es sind alles berechtigte Kritikpunkte, aber bei dem einen oder anderen denkt man sich schon, also andere Spiele würden sich einen Arm dafür abreißen, wenn das die Kritikpunkte wären. Wie zum Beispiel fehlende Zwischensequenz jetzt bei einem Endboss. Vollkommen richtig, ist mir aber auch erst aufgefallen, nachdem ich jetzt das Video gesehen habe. Im Spiel selbst ist mir das nicht negativ aufgefallen. Also als ich jetzt gegen Gaius gekämpft habe, ist mir jetzt Also weiß ich nicht, da habe ich nicht dann dran gedacht, schade, dass hier keine Zwischensequenz ist. Jetzt, wo du es dann im Video siehst, denke ich mir, ja stimmt, das wäre geil gewesen, wenn da noch ein bisschen was gewesen wäre. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Experience dadurch für mich krass gelitten hätte. So genauso auch mit den Trophies. Ich verstehe, es gibt Trophy Hunter, es gibt Leute, denen ist das einfach super wichtig, diese Trophies, und es leuchtet mir auch nicht so ganz ein, warum es keine gibt, weil ich glaube nicht, dass das so schwer ist zu implementieren, aber für mich sind Trophies zum Beispiel nicht so wichtig, mir ist es eigentlich relativ egal, es ist zwar nice to have, weil es auch immer mal so ein, es ist wie so eine Checkliste, wo man dann auch so vom Entwickler nochmal gesagt bekommt, hier hast du einen Meilenstein erreicht,
Aber ist für mich auch nicht, ist auch für mich kein Dealbreaker. Ich finde den größten Kritikpunkt, den ich auch absolut teile mit Jack, ist halt, dass es zu viele Gebiete gibt, die komplett leer sind und ja, auch einfach ein Stück langweilig. Oder sagen wir mal so, verschenktes Potenzial haben. Weil man sich einfach vorstellt, das Gebiet ist schon geil, das hat eine geile Stimmung, das sieht geil aus, aber warum ist da nicht noch mehr? Warum ist da nicht noch ein epischer Boss oder Mittelboss oder Dungeon oder irgendwas, was noch das Ganze so ins Gedächtnis nochmal verankert? Das kann ich nachvollziehen. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob es ist, weil man zu sehr Shadow of the Colossus nacheifern wollte oder weil einfach die Zeit gefehlt hat. Aber es gab so zwei, drei Gebiete, also gerade die Finger-Runes, die du ja auch gezeigt hast im Video, Jack, die fand ich auch also derbe enttäuschend. Vor allen Dingen, weil die, wenn du die Map aufmachst und so rauszoomst und guckst dir an und du am Anfang vom Spiel siehst du diese Gebiete und denkst dir nur so, oh, holy shit, was wird da abgehen, was wird da passieren, das wird bestimmt ultra krass. Oh mein Gott, das wird so ein krasses Gebiet und das habe ich noch vor mir. Und dann kommst du da hin und reitest da in 5 Minuten durch und stellst fest, nö, da ist einfach gar nichts. Aber ja, wie gesagt, das ist trotzdem für mich ist das alles Jammern auf hohem Niveau. Das ist ein DLC, wie es andere nicht mal schaffen, ein AAA-Spiel in 7 Jahren herzustellen. Also ich kann es immer nur wieder betonen, ich wäre so gern mal Mäuschen bei FromSoft in den Entwicklungsstudios und würde gern mal sehen, wie die arbeiten und wie das da alles läuft, weil ich das alles so krass finde. Natürlich kann man sagen, dass sie jetzt seit 15 Jahren oder seit Demon's Souls mehr oder weniger das gleiche Spiel also es ist nicht das gleiche Spiel, aber auf dem gleichen Spielprinzip aufbauen. Aber das machen andere auch. Ja, nehmen wir Battlefield, nehmen wir FIFA oder und so weiter. Und die kriegen es nicht hin, mit jedem Spiel irgendwie einen genreverändernden Diamanten zu droppen. Also insofern, ich bleib Fanboy und ich weiß Jack natürlich auch. Aber es gibt Kritikpunkte. Auch Miyazaki ist nur ein Gott. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was sind so eure 5 Kritikpunkte? Kommt ihr überhaupt auf 5? Was sind eure Sachen, die euch bei Elden Ring, beim Elden Ring DLC genervt haben? Und was sind auch die Sachen, die ihr richtig geil fandet? Für mich sind es zum Beispiel auch die ganzen neuen Waffen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich aus dem DLC rausgehe und locker, weiß was ich, 20, 30 neue Waffen habe. Ich hab noch nie so viele unterschiedliche Waffen gespielt, wie jetzt hier im DLC. Weil das einfach so, und meine alten Waffen aus dem Main Game, mit denen ich immer gespielt habe, die habe ich gar nicht angerührt. Also meine ganzen alten Waffen habe ich fast alle nicht mehr benutzt, weil ich die ganzen neuen Waffen so geil fand. Das alleine ist schon eine enorme Leistung. Und also schreibt's gerne mal in die Comments. Folgt Jack FromSoft auf YouTube, checkt sein Content, checkt sein Wulong-Video. Und ich bin auch sehr gespannt auf Wulong. Das ist jetzt so das Nächste, was kommt. Und dann schauen wir mal. Also, das war's mit dem React zu 5 Dinge, die ich an Shadow of the Erdtree hasse und liebe. Oh, Sailor Moon.